Hallo liebe Zuschauer von Tuningsuche. Hier ist für euch Nadine Malou auf der Essen Motor Show 2013. Und ich spreche jetzt mit Ricarda Bongartz, einer Frau, die das Tuning wirklich lebt und liebt. Ricarda, wir sitzen hier vor deinem wunderschönen Golf Edelweiß mit dem tollen Namen. Erzähl mir ein bisschen was darüber. Wie kommst du zu so einem Auto? Ja, also angefangen hat das Ganze schon vor etwas über 10 Jahren, als ich mir den Wagen serienmäßig gekauft habe. Ja, das ist ein Golf 4, ne? Das ist ein Golf 4, genau. Kurz unterbrechen, Golf 4. Wie man unschwer erkennen kann, ist zwar viel verändert, aber ich denke, man sieht es noch. Und wie gesagt, ich habe das schon über 10 Jahre. Ja. Und ja, der begleitet mich mehr oder weniger durch mein ganzes Leben. Angefangen hat damals eigentlich alles so, man guckte mal bei eBay, was kann man denn verändern, was gibt es denn so. Ja, dann habe ich damals den Joe Scholz kennengelernt von Joe's Kfz Service. Und wir sind ein bisschen Freunde geworden. Dann habe ich ihm das ein oder andere gezeigt, was ich gerne verändern möchte. Und so fing das mal an. Wer mich kennt, ich bin viel in der Tuning-Szene unterwegs, der weiß, dass es nicht der erste Umbau ist von dem Golf. Der sah vorher ganz anders genau, aus. Genau, der war noch zwar in Erinnerung. Zu Fast Furious Style, also nicht mehr zeitgemäß. Deswegen musste jetzt irgendwann mal was Neues her. Und wir haben einmal das Projekt komplett umgeschmissen. Es sollte alles edel gehalten werden, deswegen auch der Name Edelweiß. Wegen dem Weißton, den ganzen Blumenelementen. Passt einfach. Und der Umbau hat jetzt gestartet vor 2 oder 3 Jahren? Oder wann hast du damit angefangen? Vor circa 2 Jahren. Und zwar war das so, der Airbrusher von Street Graphics, der Nemo, der hat mich mal angesprochen, hey, sag mal, Ricarda, gibt's den Wagen eigentlich? Und ich sag, klar gibt's den Wagen, aber ich gebe doch mein Auto nicht her. Er sagt, naja, kann ja sein. So lange hat man ja nicht immer das gleiche Design. Und ich gesagt, ja, eigentlich schon. Mir spuckte schon lange im Kopf rum, dass ich mal wieder was verändern möchte. Aber es ist halt immer schwierig, es ist immer eine Menge Geld, was man reinsteckt. Dann hat er gesagt, komm, wir setzen uns mal zusammen, vielleicht kann ich dir helfen. Und ja, so haben wir uns zusammengesetzt und dann von einem zum anderen. Der Lack war neu. Ja, das, natürlich fängt man dann auch Karosse zu machen und der alles Bodykit, SRS-Tech ist komplett verbaut worden. Wenn wir schon beim Lack sind, das hast du gesagt, das ist Blattgold? Genau, das ist blau geflammtes. Das ist der Wahnsinn. Blau geflammtes Blattgold mit Pinstripe gewandelt. Ja. Richtig, und dann noch so ein paar Ornamente drin. Je nachdem, wie das Licht fällt, sieht man dann, dass hier noch Ornamente eingearbeitet sind. Also, es ist wirklich ganz große Klasse. Die Felgen stoßen wir natürlich auch noch sofort ins Auge. Die sind unglaublich groß für so ein Golf. Was musstest du machen, damit die auf dieses Auto passen? Also, die Felgen, ich habe mich verliebt in diese Felgen. Ich habe die gesehen von Benji von Fossen Wheels. Mhm. Und ja, wir haben die Karosse, also beim hinten die Radmaschen komplett aufgetrennt. Ja. Haben wir pro Seite 7 cm verbreitert. Die Türen mussten dann noch gezogen werden, weil es ja ein 4-Türer ist. Ja. Also es war schon ziemlich aufwendig. Aber du hast es dir in den Kopf gesetzt und du wolltest genau. Felgen und haben. Wir haben auch eine 10,5er Felge hinten drunter bekommen. Also ordentlich breit mit 65er Reifen. Also ich denke, das kann sich sehen lassen. Wir haben auch dann das Airbrush haben wir komplett durchgezogen. Okay. Also wir haben die Felgen. Das ist in den Felgen zu sehen. Innen lackiert, genau. Der Name, also Edelweiß von dem Wagen, habe ich noch in die Felgen reinbrushen lassen. Also Street Graphics hat da große Arbeit geleistet in Zusammenarbeit mit der Firma Korol AG Felgenveredelung. Die haben da noch eine Pulverbeschichtung drauf gemacht, damit ich auch mal schön weiße Felge habe. Sehr schön. Eine Frage. Weiß ist ja so typisch klischee-mäßig Mädchen. Der Golf war ja vorher ganz anders. Ja. Wieso jetzt weiß? Okay, das ist schon edel. Ich meine, viele haben ein weißes iPhone oder sowas. Ja, also das Weiße ist eigentlich daraus resultiert, der war vorher schwarz. Ja. Ich wollte kompletten Kontrast schaffen und durch diese ganzen Airbrush-Elemente, ich wollte nicht, dass das Auto zu überladen wird. Und wenn man jetzt noch irgendwie einen Effektlack genommen hätte, wäre das meiner Meinung nach zu viel gewesen. Und deswegen habe ich ein Weiß genommen, damit es trotzdem noch ein bisschen dezent ist und nicht zu krass mit den ganzen Airbrush. Schön edel. Richtig. Und wir hatten die Innenausstattung, die hatte ich schon vorher. Und ein bisschen farblich musste das sozusagen auf die Innenausstattung dann angepasst werden. Dann schauen wir uns jetzt mal deinen Kofferraum an. Das sieht ja ganz toll aus. Also allein die Optik ist der Hammer, aber wie viel Arbeit steckt denn in sowas tatsächlich? Ja, also ich kann mich noch an unzählige Nächte erinnern, die wir wirklich in der Halle verbracht haben. Der Björn von der Firma Kahn Audio, man sieht sie, ich habe auch sein Emblem noch mal reingesetzt. Der hat uns da tatkräftig unterstützt, also jeden Abend nach der Arbeit, wenn ich gekommen bin, meinen Mann geschnappt und dann ab mit dem Björn in die Halle. Und dann hieß es wirklich Spachteln, Schleifen. Ich habe den Björn manchmal verflucht, wenn er gesagt hat, da muss noch wieder geschliffen werden, das ist ja nicht ganz glatt. Und man sieht, ich habe alles Mögliche an Clarion-Komponenten verbaut dort. Die Firma Clarion, die hat mich dort wirklich tatkräftig auch unterstützt. Wie man sieht, wir stehen ja auch am Stand von Clarion, die mir hier wirklich viel, viel ermöglicht haben. Da bin ich auch unendlich dankbar. Ich habe viele Jahre als Hostess auch für Clarion gearbeitet und mein Herz ist da schon sehr Clarion bezogen, ja.
Das ist toll. Ich sehe auch hier diese goldenen Schrauben überall. Ja. Das ist ja wirklich dein Design, was du dir überlegt hast, was sich über das ganze Auto hinwegzieht. Also ich habe viel vergoldete Schrauben noch verbaut. Einfach noch so als kleines Highlight. Man sieht auch, ich habe den Airway Tank hier noch eingelassen, in den Showausbau mit rein, nochmal zusätzlich beleuchtet. Da sieht man auch wieder diesen Goldstreifen, was man auch außen hat, dass sich alles sozusagen wieder innen spiegelt und alles ein Konzept durchgezogen ist. Das gefällt mir richtig gut. Wir erkennen jetzt hier schon ein Reliefleder an den Sitzen. Das schauen wir uns am besten mal vorne an. Das zieht sich auch in den Türen weiter. Genau. Dann schauen wir uns das jetzt mal an. Ja, also wir haben hier ein geprägtes Leder. Das ist auch ein besonderes Leder und zwar stammt das ursprünglich aus der Möbelindustrie von Designsofas. Du wohnst einfach in deinem Auto, okay? So ungefähr, also liebst du wirklich manchmal drin schlafen, so ist es schon fast. Nein, das ist wirklich was Besonderes. Das ist auch was, was, denke ich mal, nicht wirklich jeder in seinem Auto verbaut hat. Wir haben auch hier diese Blumenornamente in dem Leder, was man sieht, was man auch wirklich am ganzen Auto auch noch sieht und im Einstieg noch zusätzlich. Ja, das hat die Firma N-Style gemacht, der Ralf Neske, der hat sich da dran gegeben und hat eigentlich alle meine Wünsche gut umgesetzt. Und auch deine Sitze, da finden wir das Reliefleder auch nochmal wieder? Genau, also ich habe es wirklich einmal komplett durchgezogen, das wird man auch im Himmel, überall findet man das wieder. Das ist eine schöne Idee, das ist wenigstens mal jemand, der das konsequent dann durchzieht. Genau, das Konzept, wie ich schon eben gesagt habe, das war mir ganz wichtig, dass ein Auto mit einem Komplettkonzept einmal durchgezogen ist. Und das Konzept stammt von dir alleine oder hast du dir da irgendwie zureden lassen von jemandem? Hast du gedacht, nein, ja, ich möchte das so und ich mache es. Ja, das war. Also ich habe schon dieses Projekt ziemlich lange geheim gehalten. Also viele wussten, dass ich doch was umbaue, aber ich habe wirklich nichts wirklich von dem Auto gezeigt, keine Bilder vom Umbau, damit keiner reinreden kann, damit man wirklich eigentlich mal seine Ideen verwirklichen kann, ohne irgendwelchen Einflussnahmen, wie es ja dann in der Szene doch oft ist, mach doch mal das so, mach doch mal so. Ja, und ich glaube, der ein oder andere hat wahrscheinlich auch gar nicht an mich geglaubt, dass es wirklich nochmal so, dass der Wagen so dasteht, weil es ist doch schon ziemlich viel schief gelaufen. Ich saß wirklich manchmal abends mit Tränen in den Augen da, wo mein Mann mich dann wieder aufbauen musste und sagen musste, Schatz, komm, das schaffen wir, das kriegen wir schon wieder hin und aufgeben ist nicht. Okay. Das hat schon geholfen. Also es ist, woher nimmst du dann die Kraft? Okay, dein Mann hilft dir. Tut mir leid, Jungs, sie ist vergeben. Sie ist verheiratet, da wird nichts mehr raus. Dein Mann gibt dir die Kraft und woher noch? Ich meine, was inspiriert dich? Also es ist eigentlich die Liebe zum Fahrzeug. Und die Liebe zum Tuning. Das genau, richtig. Also ich liebe das, ich lebe das und es macht mir einfach Spaß. Ich habe Freude, mit Freunden zum Treffen zu fahren, einfach sich in einen Campingstuhl zu setzen und einfach nur die Autos zu bewundern. Das ist apropos fahren, zu mir. Fährst du noch? Fährst du das Auto also dann noch wirklich? Ja, na klar fahre ich ihn noch. Also es ist ein Fahrzeug und kein Trailer-Car, sage ich jetzt mal. Ich habe auch noch Spaß daran zu fahren. Ich habe extra noch ein G-Ride-Luftfahrwerk verbaut, damit ich ihn so tief abgelassen kann, wie er jetzt gerade hier steht. Und zum Fahren auch, kannst du ihn dann wieder. Genau, in Fahrhöhe und wenn nochmal ein großer Huppel kommt, dann pumpen wir ihn einfach auf Offroad und ich habe keine Probleme mehr. Das klingt super. Wollen wir uns das Auto nochmal komplett anschauen? Gerne. Mal eben die Tür zu machen. Ich mache dann nochmal zu. So steht er jetzt da. Ist es denn jetzt so, wie du es dir vorgestellt hast? Oder sind da noch Kleinigkeiten, wo du sagen würdest, ja, aber das könnte noch ein bisschen anders, das könnte noch anders? Eigentlich ist es schon so mein Traum, wie ich ihn jetzt verwirklicht habe. Und klar, es gibt immer noch die ein oder andere Kleinigkeit, wo man sagt, ach, das würde ich gerne nochmal machen. Was denn zum aber Beispiel? Es ist immer noch eine finanzielle Sache. Also ich würde gerne noch eine große Bremse drauf haben, das ist nochmal so mein großer Wunsch. Wie gesagt, das Portemonnaie muss dafür auch da sein und ja, ich arbeite dran. Es fragen sich bestimmt viele, was hast du da für einen Motor drin? Ja, motormäßig ist noch nicht wirklich viel passiert, es ist alles noch Serie, aber es ist ein Showfahrzeug, ich werde damit nicht mehr wirklich über die Straßen heizen, ich passe mal auf, keine Stellschläge. Dafür ist das Auto auch nicht gedacht wahrscheinlich, so genau. Wie es jetzt da steht. Richtig, richtig. Also es ist nicht auf Leistung, es ist wirklich auf Optik und Show ausgebaut. Okay, das heißt, du bist sehr zufrieden mit deinem Auto, habe ich rausgehört. Würdest du ihn denn hergeben? Niemals. Das bleibt leider immer. Also Leute, die mich kennen, die sagen, die wird sich noch in ihrem Auto begraben lassen. Nein, das ist unverkäuflich und gehört zu mir und ich könnte niemals wegbringen. Dann vielen Dank, Ricarda, an dich. Ja. Dankeschön, das hat mir super Danke Spaß auch an dich. Gemacht. Danke, liebe Zuschauer. Und ja, das war Nadine Malou für euch von der Essen Motorshow 2013. Ich wünsche euch eine schöne Adventszeit und bis zum nächsten Mal auf tuningsuche.de.